Heute geht es um das spannende Thema der göttlichen Lebensaufgabe. Ja, du hast eine davon, da bin ich mir ganz sicher. Und du wirst heute erfahren, wie du genau diese finden und erfahren kannst. Danach kommen wir zum Tagesorakel. Ganz zum Schluss beten wir miteinander. Zuerst siehst du unser Intro. Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 17. Mai 2021 und zum Thema, wie du deine göttliche Lebensaufgabe findest. Ich grüße dich auch. Ich würde vorschlagen, du suchst. Wer sucht, der findet? Ja, wer sucht, der findet. Genau. Also würde ich mal vorschlagen, beginne jetzt zu suchen, dann findest du. Genau, wo suchen wir? Wir suchen in unserem Innern. Du willst jetzt noch mehr erzählen als das, was ich schon verraten habe? Ja, genau. Du suchst in deinem Inneren, du verbindest dich erstmal mit deiner Seele. Denn deine Seele weiß alles, was du brauchst, wohin du gehen solltest, was die Wege sind, was die Ziele hier sind, die du dir für dieses Leben gesetzt hast. Das weiß deine Seele alles. Und der Kompass dafür ist die Freude. Genau. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, das ist der Kompass. Das, was dir Freude macht. Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich passend an? Was fühlt sich stimmig an? Bist du vielleicht in einem Job, wo du dich genervt fühlst, jeden Tag zur Arbeit zu gehen? Machst du solche Sachen noch? Hast du vielleicht in deinem Kopf noch, ich muss arbeiten, egal wie, ich muss funktionieren? Also, ich kenne sowas auch. Kennst du sowas auch? Ja, natürlich. Ganz schön anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir kommen weder zu Geld, wir kommen nicht zu Wohlstand, wir kommen nicht zur Erfüllung. Wir erreichen eigentlich so gut wie gar nichts, solange wir in diesem Job sind. Ja, das stimmt. Und ich meine, jetzt haben wir ja eine Zeitqualität und auch eine Energie, wo uns das ja deutlich gezeigt wird. Viele von euch wird es ja genauso ergehen, dass ihnen wirklich Steine und die genannten Prügel da in den Weg geworfen werden, so nach dem Motto, hoppla, jetzt schaut mal genau hin, ist das wirklich euer Weg? Absolut, absolut. Und der Punkt ist ja der, dass das Leben genau umgekehrt funktioniert, wie du vielleicht denkst. Was ich nämlich in Beratung immer wieder höre, ja, pass mal auf, jetzt muss ich muss noch in meinem Job bleiben, bis ich genug Geld verdiene, damit ich meine göttliche Lebensaufgabe auch leben kann. Ich muss mir doch vielleicht erstmal was ansparen, ich muss ja vielleicht erstmal so eine Sicherheit auf der Seite haben, um dann loszulegen, um vielleicht einer spirituellen Arbeit nachzugehen, um vielleicht einer Selbstständigkeit im Kreativen nachzugehen oder was auch immer deine Lebensaufgabe ist, denn Lebensaufgaben sind ja so individuell, wie es Menschen gibt. Ne? Das hört man immer wieder, was dann alles so vorgeschoben wird. Jetzt sage ich was Böses, vorgeschoben. Es ist nämlich vorgeschoben, weil das Leben funktioniert genau andersrum. Der erste Schritt ist Vertrauen. Immer wieder haben wir das erwähnt in den Videos Glaube und Vertrauen. Wenn du Gott vertraust und darauf vertraust, dass die Lebensaufgabe, die du mit Gott vereinbart hast, dich versorgt, dann wird sie dich versorgen. Das ist nämlich erstmal der Schritt. Und wenn du jetzt kommst, naja, ich vertraue ja, aber, kennst du das? Du sagst immer, es war mein Lieblingswort. Aber, dann schmälerst du dein Vertrauen. Solange du arbeitest, vertraust du ja nicht. Das ist nämlich, ich vertraue, aber. Ich vertraue, aber erst muss ich Geld verdienen. Ich vertraue, aber ich muss doch erst was angespart haben. Ich vertraue, aber. Das ist kein Vertrauen. Das sind von mich genau vom Vertrauen weg. Das aber ist immer ein Zeichen dafür, dass wir gar nicht im Vertrauen sind, weil du ständig also mit dem Aber eigentlich ins Misstrauen gehst. Denn das ist das, was Jesus meinte. Vertraue ohne Zweifel und der Berg wird sich von Norden nach Süden versetzen. Das ist nämlich der Punkt. Und damit du dich mit deiner Seele verbinden kannst, da komme ich auf das Angebot von gestern nochmal, vorgestern war es, glaube ich, die Kette. Ja. Genau, die hatten wir, die hat man am Freitag schon mal erwähnt, glaube ich. Genau, Freitag war es, war Samstag, genau, Freitag hat sie was Channeling, Sonntag war das Angebot der Woche, Freitag hatten wir sie erwähnt. Und die erwähne ich jetzt nochmal, die Diamantkette. Ja. Weil diese Diamantkette verbindet dich nicht nur mit den Engeln, sondern auch mit deiner Seele. Genau. Weil dieses Licht des Diamanten wird dich ja mit dem Licht deiner Seele in Kontakt bringen. Es hilft dir zu vertrauen, es hilft dir auch die Selbstzweifel aufzulösen, zu dir zu kommen und zu sagen, jetzt starte ich neu durch. Der Diamant ist der reinste und hochschwingendste Stein, den wir haben auf dieser Erde. Und der Rohdiamant ist noch um einiges hochschwingend, weil er einfach nicht bearbeitet ist, sondern weil das so ist, wie er vom Stein herausgebrochen wurde. Und wie gesagt, das ist eine unheimliche Kraft. Er ist natürlich. Du kommst in Strahlen wie ein Diamant und du siehst quasi magnetisch auch deine Lebensaufgabe an. Wenn dir es noch hilft, kannst du dir überlegen, du weißt ja, wir sind im Übergang von 3D auf 5D.
wird es meinen Beruf, meine Tätigkeit in 5D noch geben? Wird die noch gebraucht? Genau, da geht es ja weiter. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal ganz plastisch, wenn du zum Beispiel bei der Müllabfuhr arbeitest, ist wunderbar, dass es diese Menschen jetzt gibt. In Zukunft, in der fünfdimensionalen Welt, werden wir wieder die Fähigkeit, die es damals schon gab, haben, nämlich den Müll zu dematerialisieren. Das heißt, es wird gar kein Müll mehr geben, also brauchen wir keine Müllabfuhr mehr. Genau. Zum Beispiel, ne? Also so kannst du dann überlegen. Beziehungsweise macht mich mein Beruf glücklich. Das ist eigentlich der beste Kompass. Im Prinzip der beste Kompass ist einfach mit der Frage rangehen, macht mich das, was ich momentan lebe, glücklich? Und wenn die Antwort nein ist, was sie leider in vielen Fällen noch ist, dann musst du sagen, ey, da muss ich was verändern. Genau. Und wenn du auch quasi mit der Diamantkette, mit dem Weg in 5D rückwärts dann schaust, was ist meine Lebensaufgabe künftig, wo fange ich heute an, um dahin zu gelangen, dann kommst du automatisch auf deinen Weg. Genau. Und diese Diamantkette kriegst du jetzt mit 25% Rabatt. Gutscheincode unten im Beschreibungstext und dazu auch der Link zu der Kette. Wenn du die Kette nämlich über den Link und mit dem Gutscheincode bestellst, dann werde ich sie sofort nach deiner Bestellung energetisieren mit der Kraft aller Erzengel, denn du bist dann verbunden mit allen Erzengeln, allein durch das Tragen der Kette kannst du ihre Botschaften verstehen, denn ob du sie jetzt mit den Ohren verstehst oder nicht, spielt keine Rolle, weil deine Seele wird sie verstehen. Genau. Und deine Seele wird dann alles daran setzen, dass du glücklich bist. Und wird dich leiten und wird dich führen, wenn du deine Intuition, deiner Seele, auch den Ereignissen außen, den Hinweisen, die du von anderen Menschen bekommst, einfach vertraust und ihnen nachfolgst. Genau, und so findest du deine Lebensaufgabe. Genau. So kommst du zu deinem Lebensauftrag, so kommst du in deine Kraft, kannst deine himmlischen Helfer, deine Engel, deine geistigen Führer genauso hören und sehen, wie ich es kann. Du bist in der Lage dazu. Jeder Mensch hat die hellen Talente in sich drin. Auch du kannst klar mit dem Himmel kommunizieren und diese Rohdiamantenkette, eine Kette komplett aus Rohdiamanten, wird dir eine unglaublich, wirklich unglaublich starke Unterstützung bieten. Ich freue mich schon drauf. Und jetzt gucken wir ins Tagesorakel. Jetzt gucken wir gleich ins Tagesorakel, doch zuvor ein paar kleine wichtige Hinweise. Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere Engel TV und aktiviere die Abo-Glocke, um immer informiert zu sein, wann es neue Videos gibt und welche Themen gesendet werden. Und wenn du möchtest, dass wir deine Themen senden, dann schreib sie uns in die Kommentarbox. Wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dann schreibe 3x Amen 777 in die Kommentare. Ich mische nun die Karten, um die Engel zu fragen, was sie uns für den heutigen Tag mitteilen möchten, was sie uns auf den Weg geben möchten. Wir wollen schauen. Wir haben heute den Bären und wir haben den Baum und wir haben den Turm. Also, gesundheitlich kann es heute ein paar Problemchen geben. Und zwar ist das Zentralthema die Gesundheit. Sowohl Becken und Hüfte sind heute gefährdet, als auch die Wirbelsäule. Also heute solltest du sehr schonend mit dir umgehen. Vielleicht gönnst du dir mal eine gute Massage. Achtest wirklich auf gute und gesunde Bewegungen, nicht überfordernde Bewegungen. Also Spaziergänge sind gut, langsame Bewegungen sind gut, keine hektischen Bewegungen und dergleichen. Mal ganz praktisch, denn diese Bereiche der Gesundheit sind heute einfach gefährdet. Das kann sowohl im Hüftbeckenbereich eben so Schwierigkeiten, Schmerzen und Belastungen kommen, als auch im gesamten Rückenbereich, denn der Turm steht auf dem gesundheitlichen Sektor eben für die Wirbelsäule. Und der Baum als Karte der Gesundheit zeigt uns das an, dass das heute von der Tagesenergie drin ist. Und bevor ich dann wieder von irgendwem höre, ja, das Tagesorakel ist ja nicht für mich persönlich, doch wenn du dieses Tagesorakel jetzt siehst, dann ist es für dich wichtig und dann ist es für dich persönlich und dann solltest du genau darauf achten. Genau, das heißt also, nehmt euch in Acht, war echt schön spannend, aber passt auch auf, was ihr euch in der Hausarbeit vielleicht vorgenommen habt. Dass ihr auch dann Rücken nicht so belastet, lasst lieber heute was liegen, macht euch einen schönen Tag, geht spazieren und pflegt euch gut und sorgt gut für euren Körper. Ja, also Wirbelsäule, also nicht mal sagen, ich bück mich mal schnell nach unten oder so, ne? Ich bück mich mal aus dem Rücken schneller heraus, weil geht ihr schneller, macht lieber langsam und bückt euch gesund. So, und jetzt müssen wir auf die Kraft der Engelkarten, das Kraft der Engel-Orakel, um auch hier zu schauen, was da noch für zusätzliche Impulse zu uns kommen.
Das Haustier, das zeigt uns auch. Einfach spielerische Bewegung, freudige Bewegung ist immer gut. Eine positive Stimmung kann uns immer helfen. Also das ist so sicherlich sehr gesund. Ein bisschen spielen, Spaß haben, Freude haben. Heile dein inneres Kind, kommt noch hinzu mit Erzengel Gabriel. Also es geht wirklich um diesen Aspekt zu sagen, nicht hektisch, aber nicht verspielt ist nicht hektisch. Ist ein Unterschied. Da muss man einfach sagen, ist nochmal eine andere Ebene. Und Erzengel Raphael ist auch an unserer Seite. Also verbinde dich ganz stark heute mit der Kraft von Raphael, um die notwendigen Heilungsprozesse voranzubringen. Genau, und wenn wir diese Hinweise beachten, dann werden wir es weder im Kreuz noch am Becken und in der Hüfte haben heute. Genau, und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel und alle Wesen des Lichtes an und bitte sie, sich im Gebet mit uns zu verbinden. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden und wir sind alle eins im Gebet. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir bitten um euer heilendes Licht, um eure Kraft, um eure Energie für alle Menschen, die diese Worte erreichen. Hüllt ihre Wirbelsäule und ihr Becken in ein beschützendes und umhüllendes Licht ein, damit sie gut gestützt, versorgt sind, damit nichts geschehen kann, dass sie in Sicherheit sind und durchflutet und geströmt werden von heilsamer Wärme und Liebe. Lieber Gott, lieber Jesus Christus, bitte helft den Menschen, auf sich selber, auf ihre Intuition, auf eure Hinweise zu achten, damit sie heute gut für sich sorgen, damit sie heute sich einen Tag machen, der voll spielerischer Leichtigkeit ist, damit sie am Ende des Tages auch geheilt im Innen und im Außen dann den Tag beschließen können. Amen. Genau. Erzengel Michael schickt uns die Botschaft, du hast diese Situation kreiert und die macht sie zu verändern. Ja, das ist natürlich immer gemein, wenn wir Rückenschmerzen haben und du hörst noch, du hast es kreiert. Das ist schon, ja, aber es ist wahr, aber gemein. Ne? Das heißt, versuche auch da zu gucken, was will meine Seele dir sagen, passend zum Tagesthema heute. Das ist auch sehr passend zum Tagesthema, denn die Wirbelsäule ist ja das Tragende unseres ganzen Körpers. Dementsprechend ist die Wirbelsäule ein sehr, sehr starker Spiegel auch für unsere Seele. Und wenn wir auf unsere Seele hören, dann geht es uns sowieso nur gut. Genau. Und dafür wollen wir beten. Danke, lieber Gott und Erzengel Michael, dass ihr mir eure Macht leiht und mich an meine eigene Kraft erinnert. Bitte führt mich, damit ich dem Willen Gottes entsprechend manifestieren und heilen, sowie Frieden und Segnungen für alle an meiner Situation Beteiligten erreichen kann. Amen. Erzengel Raphael ergänzt das nochmal und bekräftigt das nochmal und schickt uns die Karte, weitere Recherchen sind notwendig. Das passt auch wunderbar nicht nur zum Tagesorakel, sondern auch zu unserem Tagesthema. Wo verbiegen wir uns? Wo achten wir nicht auf uns selber? Wo verbiegen wir? Wo machen wir uns den Rücken krumm? Wo haben wir Angst voranzuschreiten? Wo blockieren wir uns selber in der Hüfte und dergleichen, dass es nicht schnell vorangeht? Welche Recherchen sind noch notwendig, damit du zu deiner Lebensaufgabe kommst? Und dafür wollen wir beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich klar zu meinen Informationen führt, die für mein Wohlbefinden von Bedeutung sind. Bitte gebt mir den Mut, meine Meinung zu vertreten, während ich die Kontrolle über meine Bedürfnisse übernehme. Amen. Und wir wünschen dir einen wunderschönen, gesunden Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und führe dich zu Licht, Liebe, Wahrheit, Freiheit und Erleuchtung. Licht und Liebe und einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Udo Golfmann und Nadja Affendörfer. Tschüss.